Inka Bause, 54, schlägt ungewohnt ernste Töne an. Nach den Ausschreitungen in Berlin in der Silvesternacht ist die Bauersucht Frau Moderatorin mehr als beunruhigt. Inka Bause, emotionale Worte zum Jahresanfang. Inka Bause sorgte gerade mit ihrem Auftritt in der MDR-Talkshow Riverboat für Schlagzeilen. Weil Jörg Kachelmann immer wieder auf ihre Tochter Annelie Bruch, die kürzlich erstmals im TV zu sehen war, zu sprechen kam, platzte der Bauersucht-Frau-Moderatorin der Kragen. Die privaten Fragen über ihren einzigen Nachwuchs gingen ihr eindeutig zu weit. Über ihr eigenes Privatleben spricht die Schlagersängerin hingegen gerne. Inka Bause bringt gerne ihre eigene Meinung zum Ausdruck und teilt mit der Welt, was sie im Inneren bewegt. Das neue Jahr beginnt sie mit keinem guten Gefühl. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die gebürtige Leipzigerin jetzt einen emotionalen Text. Darin heißt es: Ich hoffe so sehr, dass an dem Tag, an dem mein Haus brennen sollte oder jemand mich angreifen sollte oder ich einen Herzinfarkt bekomme oder jemand in Not ist, den ich liebe, noch eine Person da ist, die mir zur Hilfe eilt und nicht alle Ärzte, Hilfs- und Einsatzkräfte resigniert umgeschult haben. So können wir doch nicht das neue Jahr begonnen haben. Grund für Inkas Ansprache sind die Ausschreitungen in Berlin an Silvester. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar kam es vor allem in Neukölln zu Übergriffen. Raketen wurden absichtlich in Richtung von Wohnhäusern abgefeuert, Migranten schossen mit Schreckschusspistolen umher, Polizisten und Rettungskräfte wurden attackiert, für Inka Bause, die in Berlin aufgewachsen ist und auch heute noch dort lebt, ein Schock. Die besorgte Moderatorin findet deutliche Worte für die Entwicklung der Hauptstadt. Die Politik und wir müssen uns vereint hinter diese Menschen stellen, als Gesellschaft, als Volk, sonst sollten wir uns alle was schämen. So können wir doch nicht das neue Jahr begonnen haben in Berlin. Abschließend schreibt Inka Bause: Die Welt krankt nicht an der Stärke der Bösen, sondern an der Schwäche der Guten. Das musste ich mal loswerden.